So, willkommen zurück zu Let's Play DSA 3 Schatten über Riva. Wir waren eigentlich in der Zwergenbinge und ich hatte auch gesagt, wir werden uns dort auch wieder treffen. Leider ist mir eingefallen, dass wir doch noch eventuell Hilfe benötigen könnten. Und zwar von dem Typen, der hier drinne wohnt. Es ist Thorgrim der Starke. Er wurde uns vom Firon-Tempel, von der Geweihten dort, empfohlen. Und dann fragen wir ihn doch gleich mal. Nanu, Besuch, was wollt ihr denn von mir? Wir sind erst hier in der Stadt angekommen und versuchen uns ein wenig zu orientieren. Nun gut, was wollt ihr denn wissen? Gibt's in Riva irgendwas Interessantes? Das mit der Mine ist nicht zu fassen. Ich bin damals mit den anderen hierher gekommen und habe eine ganze Weile in der Mine gearbeitet. Bin dann aber desertiert, wie es Radomir wohl genannt hätte. Was soll's, ich gehörte ja schließlich nicht zu seiner Gefolgschaft, sondern war nur angeworben. Ja, Tarik, kennt ihr Tarik? Ja, wer kennt den nicht? Dafür, dass er angeblich für den Richter spioniert, hat er aber noch ganz gute Kontakte zur Gilde. Das muss man schon sagen. Ja, und alles andere interessiert uns jetzt nicht. Das wird er uns wahrscheinlich sowieso im Laufe seiner Geschichte erzählen. Genug geredet. Was habt ihr denn vor? Könnt ihr noch einen Mitstreiter brauchen? Ja, wir werden den Zwerg mitnehmen. Wartet, ich hol schnell noch meine Axt. Wunderbar. Auf geht's, wir machen uns wieder auf die Socken, auf die Reise in die Zwergenmine. Und wir laufen auch mal ein bisschen. Ja, Thorgrim der Starke, den habe ich früher gerne mitgenommen. Irgendwann habe ich versucht, das alleine durchzuspielen. Nur mit meinen 6 Helden. Hat auch geklappt. Aber so wie ich das mitbekommen habe, machen viele das auch solo. Das heißt, nur ein einziger Held, der wirklich alles durcharbeitet, alles durchkämpft. Es ist zu schaffen, garantiert. Aber es ist eben nicht das Einfachste. Falls man sich mit den Leuten mal unterhalten möchte, da kann ich auf jeden Fall Crystals DSA-Foren empfehlen. Beim Überklettern der Geröllhalde verletzt sich Kaldrin durch abrutschende Felsen. Diesmal ist Kaldrin dran. Oh. Und Orks. Na klasse. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Kampf berechnen. Ja, macht mal alle Nahkampf. Und ich denke mal, Magie können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Zumindest um uns zu heilen. Der Zweihänder von Haben scheint zerbrochen zu sein, deswegen ist da oben so eine wunderschöne Hand. Gucken wir doch gleich mal. Ja, tauschen wir aus. Die Pfeile kann Melina noch mitnehmen. Nee, nicht das Schwert, die Pfeile. Die Ablage verlassen wir und dann gehen wir auch gleich rein in die Mine. Ein wenig angeschlagen, aber Mensch, das überstehen wir doch. Da stehen wir drüber. Ist der Flimflam noch an? Vorsichtshalber mache ich nochmal einen. Es tut nicht weh, einen zu zünden. Blendite. Ja. So, und dann schauen wir mal. Also wir waren jetzt gerade schon in dem Esssaal. Da müssten wir auch noch hin. Aber vorher schauen wir uns im Osten der Mine um. Auf geht's. Der Speisesaal. Einmal kurz die Karte aufdecken. Tut nicht weh. So, und dann können wir auch schon gucken, wo wir als nächstes lang gehen. Und zwar erstmal hier oben. Lange Gänge, alles sehr verwinkelt. Ich habe mir vorgenommen, diesen Part ein bisschen länger zu machen, dafür, dass der andere nur abrupt aufhören musste. Oh, hier waren wir schon. Gut, 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 Knut. Was ist hier denn? Ah ja, ein Bett. Das Bett ist leer und bietet sich auch nicht zum Schlafen an. Das habe ich mir gedacht, das sieht auch ziemlich klein aus.
Melina entdeckt ein kleines Säckchen, das prall gefüllt ist mit kleinen Steinkugeln. Da es keinen Wert für euch hat, lasst ihr es liegen. Okay. Was ist das? Als Melina in dem Bett herumtastet, fühlt sie plötzlich etwas Weiches. Melina hebt die Decke an und lässt sie gleich wieder fallen. Die Hände hinter dem Rücken erklärt sie feierlich: Das ist das Bett eines Zwergenkindes. Es war allenfalls 3 Jahre alt und es war nicht stubenrein. Respektvoll treten die anderen von Melina und dem aufkommenden Geruch einen Schritt zurück. Melinas Charisma sinkt um 5 Punkte. Oh. Hier liegen kleine Beile, Hacken und Schaufeln aus Holz. Ja, sieht sehr niedlich aus. Ihr steht vor einem Holzpferd, das auf gebogenen Kufen steht. Liebend gerne würde Melina einen Ausritt auf dem Holzpferd wagen, doch sie kämpft erfolgreich gegen dieses Gelüst an. Ja, sie ist eben noch verspielt, die Kleine, sie spielt gerne auch mit Spielsachen. So, und jetzt können wir auch weiter in den Süden gehen. Die Nachricht, das Tagebuch des Radomir haben wir mittlerweile gefunden. Aber es gibt eben, wie gesagt, noch weitere Dokumente, die wir dann nachher auch noch angucken werden. Was haben wir denn hier Schönes? Wie unglücklich müssen die Orks gewesen sein, als sie hier nichts zum Zerstören gefunden haben, meint Ava von Habentrocken. Tja, das glaube ich. Ich hätte gern das Buch gelesen, naja gut. In dem Regal stehen nur uninteressante Werke über Bergbaukunst, wie etwa ein 800-seitiges Buch mit dem Titel »Die Beschaffenheit des Ziegelsteins«. In der Rückwand des Regals ist ein Loch, ruft Melina aufgeregt. Tatsächlich könnt ihr jetzt ein etwa fingerdickes Loch sehen. Wollt ihr hindurchschauen? Etwas hineinstecken? Gegen die Wand schlagen? Wir schauen einmal durch. Falls dahinter ein weiterer Raum sein sollte, muss es dunkel darin sein, denn ihr könnt nichts erkennen. Ja, dazu kommen wir später. In dem Regal stehen einige Bücher. Den Titeln nach handelt es sich um allgemeine Werke zur Bergbaukunst. Die Orks haben dafür wenig Interesse gezeigt. Wollt ihr euch einige Exemplare genauer ansehen? Ja, Yasinda findet einen interessanten Text mit dem Titel »Gutes Rogolan in Wort und Schrift«. Durin findet einen interessanten Text mit dem Titel »Sein Weg finden unter der Erde«. Kaldrin findet einen interessanten Text mit dem Titel »Zusammensetzung des Bodens«. Rassia findet einen interessanten Text mit dem Titel »Die Zwergenkönige, seit Andrasch, Sohn des Antax«. Auch Thorgrim, Türen, Tore und wie man deren Fassung meißelt, Teil 4. Ja, das ist schön, dass die wenigstens ein bisschen lesen konnten. So luxuriöse Betten traut man einem Zwerg gar nicht zu. Doch da es Zwergenbettkammern und nicht Zwergenschatzkammern heißt, findet ihr nichts. Ja. <Jo. lacht> Sehr schön, wir haben den Raum auch gefunden. Ein sehr netter Raum, ein sehr schöner Raum. Wir gucken noch ein bisschen weiter. Die Küche kann auch nicht allzu weit weg sein für die ganzen Zwerge. Oh, und es sieht schon danach aus, als wären wir da. Das Regal ist voller Scherben, die einmal Krüge waren. Melina versucht, die Scherben wieder zusammenzusetzen, doch sie gibt ihr nutzloses Tun auf, als sie sieht, dass sie damit nicht weiterkommt. Das Regal ist voller Scherben, die einmal Krüge waren. Ja, toll. Das Regal ist voller Scherben, die einmal Krüge waren. Klasse. In einer Ecke findet ihr den Inhalt eines zerschmetterten Kruges, den Kaldrin als Hieruga-Wurzeln identifiziert. Sie hat den Orks wohl nicht geschmeckt, meint er trocken. Oh, das ist schön. Hieruga kann man wunderbar nehmen, um gewisse Krankheiten zu heilen. Zack, gleich mit rein ins Inventar und weiter geht's. Auch auf diesem Tisch ist nichts heil geblieben. Aus dem Wasserfass ragen die Beine eines Zwerges. Vermutlich ertrank er bei der Folter durch die Orks. Wollt ihr ihn herausziehen? Ja. Aber von Haben packt die Beine der Leiche und zieht sie heraus. Der Anblick ist schrecklich, denn das Gesicht des Toten ist von kleinen Tieren zerfressen. Aber von Haben schaudert es so, dass sie sich übergeben muss. Ihr Charisma sinkt um 1 Punkt. Und die Körperkraft um 2. Und der ATPA-Basiswert hat sich eben auf 8 verändert. Wahrscheinlich runtergegangen sogar. Der zweite Versuch gelingt, aber von Haben zieht den Zwerg heraus und lässt ihn zu Boden gleiten. Dort seht ihr ihn euch genauer an. Ihr steht über den Zwergenleichnam gebeugt und untersucht ihn unter Aufbietung eurer gesamten Selbstbeherrschung genauer. Wieso ist sein Mund geschlossen, wenn er ertrunken ist, fällt Thorgrim plötzlich auf. Ob er etwas darin verborgen hielt? Widerwillig und mit großer Anstrengung biegt aber von Haben die Kiefer des Zwerges auseinander.
In seinem Mund findet sie einen kleinen Schlüssel. Der Schlüssel muss sehr wichtig sein, denn der Zwerg, wenn der Zwerg sich seinetwegen zu Tode foltern ließ, erklärt Thorgrim. Der Anblick des verwesenen und von Tieren zerfressenen Zwerges, man hört es, ist für die Empfindlicheren unter euch unerträglich. Sie übergeben sich. Das ist normal, da liegt er jetzt. Wir haben ihn im Prinzip aus dem Fass rausgeholt und zur Seite gelegt. Und hier am Kamin ist noch Asche. Wollen wir darin wühlen? Ja, Dorin. Verärgert gibt Dorin auf und beäugt sein verdrecktes Gewand. Schmutzig wie ich bin, könnte ich als Oger durchgehen. Und gelohnt hat sich die Plackerei auch nicht. Dorins Charisma sinkt ebenfalls um 2 Punkte. Eieiei. Alle nicht mehr so beliebt wie vorher. Gut, auch diesen Raum haben wir durch die Küche. Dann gucken wir nochmal, was hier ganz hinten ist. Scheint auch sowas wie ein Lager gewesen zu sein. Das Regal ist voller Scherben, die einmal Krüge waren. Der Inhalt wurde restlos verzehrt. Okay. Und hier? In dem Regal liegen noch etliche Rationen Fisch, die nicht angerührt wurden. Offenbar sind die Eindringlinge dafür nicht zu begeistern. Vielleicht essen die Orks keinen Fisch. Ich weiß es nicht. Wir jedenfalls auch nicht. Nicht dieses Mal. Gehen wir weiter. Und hier hinten sind noch ein paar Weinfässer, auch nicht schlecht. Die Fässer sind mit Wasser gefüllt, das jedoch schon etwas abgestanden ist. Wollt ihr trotzdem davon trinken? Nein, abgestandenes Wasser rühren wir nicht an, wenn er nur frisch ist. Vor den unbeschädigten Weinfässern liegen 2 tote Orks mit schlaffem Gesichtsausdruck. Die Weinfässer sind leer. Man sollte eben alles in Maßen genießen, mein Thorgrim, und durchsucht die Toten. Kann jedoch nichts finden, außer einigen Kupfermünzen. Naja, deswegen auch das rasselnde Geräusch eben. Schön zu wissen. Gut, das haben wir auch durch. Wir laufen einmal kurz zurück und gehen nochmal in den Raum mit dem Regal. Denn wir haben ja jetzt einen Schlüssel gefunden. Vielleicht können wir den benutzen, um das Regal zur Seite zu schieben. Beziehungsweise das Loch dort hinten zu stopfen. Etwas hineinstecken. Unsere Ausrüstung ist dafür nicht geeignet, erklärt Rasja. Wir haben nichts, was das in das Loch passen würde. Hä? Okay. Na gut, dann eben nicht. Was ist hier drin? Moment mal, meint Melina. Das Schloss sieht aus wie... Mit diesen Worten zieht sie den Schlüssel hervor und öffnet das Schloss damit. Wusste ich's doch, meint sie dann voll stolz. Das freut mich. Was ist das denn? Ein Kreuzschlüssel. Den nimmst du gleich mal mit. Wenn du schon den Schlüssel hast, kannst du den auch an dich nehmen. Und damit versuchen wir jetzt nochmal durchzugehen. Lasst es uns mit dem Metallkreuz probieren. Kommt Melina eine Idee. Es passt genau in die Öffnung. Fest dreht ihr an den herausstehenden Enden des Kreuzes, bis die Wand des Regals mit einem Ruck nach hinten schwingt. So, jetzt ist es offen, jetzt können wir durch und wir können gucken, was sich hinter dem Raum verbirgt. Ui. Okay. Ich glaube, ich habe gelesen, für diese Schatztruhe hat man nur einen Versuch. Wir versuchen es einfach mal. Wütend schreit Melina, als sie in die Truhe schaut. Der Unglückliche hat in einem Anfall geistiger Umnachtung alle Aufzeichnungen zerrissen. Melina springt zu dem toten Zwergenfürsten und schüttelt ihn. Warum hast du das getan? Schreit sie den leblosen Körper an. Endlich kann sie ihre Wut zügeln. Die gesamte Truhe ist mit Papier- und Pergamentfetzen gefüllt. Wollt ihr versuchen, einige Schnipsel zusammenzusetzen und zu entziffern? Ja. Aber von Habens Charisma steigt um einen Punkt. Wahrscheinlich ist so viel Zeit vergangen, dass die Punkte schon alle wiederkommen. Mit 4 Glück findet ihr ein paar Fetzen, die zusammengesetzt einen Sinn ergeben. Seid gegrüßt, Radomir. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ihr vorsichtig sein müsst mit dem Buch. Am besten bringt ihr es ungeöffnet zu mir. K. Okay, wer ist K? Wollt ihr aus den restlichen Fetzen nochmals versuchen, etwas zu entziffern? Ja, mit viel Glück gibt's wieder was. Meine Untertanen werden von Tag zu Tag unzufriedener, aber ich bin dem Rätsel auf der Spur. Heute Nacht war ich mit Nombosch bei der Statue. Er hat die erste Frage bejaht und die Statue hat ihn mit einem Feuerstrahl aus ihren Augen verbrannt. Die Reste habe ich... Ende. Wir versuchen es nochmal. Die Orks in dieser Gegend verhalten sich sehr merkwürdig. Immer häufiger konnte ich beobachten, mit welch großer Schleue ihr Anführer vorgeht. Während die Gemeinen so sind wie überall sonst. Einer der Anführer hat mich neulich sogar auf Boss Barano angesprochen. Wirklich sehr seltsam. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Abelmir.
Okay. Nein, ich will nichts drucken, ich will es nochmal entziffern. In der Truhe befinden sich nur kleine Papierfetzen, aus denen sich beim besten Willen nichts mehr machen lässt. Gut, wir haben also einiges durchgelesen. Ist sehr interessant, diese ganze Geschichte. Was hier eigentlich passiert ist, wie die Orks raufgestürmt sind. Als ihr an den Tisch herantretet, seht ihr dort ein Pergament liegen und ein umgekipptes Tintenfass. Razia nimmt das Blatt und liest. Ich bin inzwischen schon sehr geschwächt und kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Die schreckliche Suche nach dem Buch hat so viel Leben gefordert und nun scheint mir Ingerim einen schmerzvollen Tod zugedacht zu haben. Nachdem ich mich in diesen Geheimraum vor den eindringenden Orks eingeschlossen habe, muss ich erkennen, dass ich den Schlüssel vergessen habe und das Zimmer ohne fremde Hilfe nicht mehr verlassen kann. Also Ingerim ist der Gott der Bergbauleute, der Zwerge. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und glaube, dass man das Buch zerstören sollte, damit es nicht noch mehr Unheil bringen kann. Und um es zu finden, muss man die Fragen des Gehörnten richtig beantworten. Ich kann mich nicht mehr genau an die Reihenfolge erinnern, aber nur zwei Fragen dürfen mit Ja beantwortet werden. Ich hoffe, dieses Schreiben gelangt in die richtigen Hände und wird nicht den Tod über seinen Leser bringen. Radomiel. Ja, das ist sehr interessant. Das war eigentlich auch die Information, die wir im Prinzip auch brauchen. Zumindest die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Die anderen können sich ungefähr denken, wie das Ganze zusammenhängt. Ein toter Zwerg lehnt mit dem Rücken gegen die Wand. Er ist in bessere Kleider gehüllt. Seine Wangen sind eingefallen. Der arme Kerl muss hier drinnen verhungert sein, bedauert Yasinda und beginnt den Leichnam zu durchsuchen. Wahrscheinlich hat er sich hier eingeschlossen, damit niemand an sein Gold kann, meint sie und zieht einen Geldbeutel mit fast 70 Dukaten aus dem Gewand des Zwerges. Jo, der war reich. Das war ja auch der Zwergenanführer, Radomiel. Den haben wir also gefunden. Die restlichen Zwerge werden wir nicht mehr finden. Das sind jetzt die einzigen beiden, denen wir so noch begegnen. Die restlichen liegen alle an einem besonderen Ort, den wir auch noch sehen werden. So, gucken wir mal. Die erste Etage ist fast durch. Und wir haben im Prinzip nur noch den Raum und hier ganz oben, bevor wir dann an dieser Ecke noch ein bisschen weitergehen. Okay, also auf nach Norden. Huch. Da geht's nicht weiter, das decken wir aber nochmal auf. So. Beeilen wir uns ein bisschen, wir wollen ja einiges schaffen jetzt in diesem Part. Ach ja, ich liebe es. So, auch hier ist eine Kiste. Bei der Kiste war das so, dass man nur einmal ran konnte und wenn man sie nicht aufbekommt, hat man Pech gehabt. Irgendwie so war das. Das Regal ist leer. Entweder wurde der Inhalt vor dem Angriff in Sicherheit gebracht oder die Eindringlinge haben ihn an sich genommen. Die Truhe ist geöffnet und leer. Hm. Oder auch nicht. In fremden Betten zu wühlen scheint euch Spaß zu machen. Leider findet ihr nichts. Wie kommen die denn jetzt darauf? So, gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, ein einziger Raum ist noch übrig. Da weiß ich auch schon, was auf uns wartet. Das wird noch ganz lustig jetzt. In den Betten entdeckt ihr mehrere schlafende Orks. Wollt ihr zurück auf den Gang schleichen, die Orks überwältigen? Oder das Zimmer durchsuchen? Na, wir überwältigen sie. Ihr stürmt zu einem Bett und schlagt den dort liegenden Ork bewusstlos. Aber in dem Moment wachen die anderen Orks im Raum auf und greifen zu ihren Waffen. Oh, und gar nicht mal so wenig, muss ich feststellen. Ignifaxius auf den ersten Ork, auf dass er nicht so lange lebt. Zaubern kam Fulminictus. Angriff. Als beste Verteidigung. Und auch Thorgrim hilft jetzt ordentlich mit. Der hat auch schon eine schöne Ausrüstung. Ich glaube, er kämpft mit einer Orknase. Die hilft auf jeden Fall schon weiter. Ignifaxius auf den, der vor Yasinda steht. Und schon ist er tot. Das ging schnell. Das freut mich auch. Angriff. Der ist noch am gefährlichsten. Der steht nämlich gefährlich nah bei Melina dran. Gut, wir können nicht mehr zaubern, weil wir zu weit gelaufen sind. Dann hauen wir ihm einfach mal ins Kreuz.
Der Arme, der hat bald einen Hexenschuss. So, Kampf. Fulminictus reicht voll aus. Und schon ist er kaputt. Angriff. Ja. Jetzt sind es nur noch zwei. Den Rest lasse ich wieder über den Computerkampf laufen. Kaldrin braucht keinen Nahkampf machen und Rasja auch nicht. Wir haben genug Nahkämpfer und die Magie wird weiterhin gespart. Na, das sieht doch gut aus. Schon haben wir es geschafft. Und es gibt wieder ganz viele Orksäbel. Ich glaube nicht, dass wir die gebrauchen können. Brief, Nombosch's Tod. Brief, Warnung von K. Ah ja, schön, dass wir die mitgenommen haben. Naja, doch, so eins, zwei nehmen wir mit. Thorgrim, sag mal, was hast du denn alles hier bei? Ist voll beladen. Laterne brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Öl und wir brauchen auch kein Zunderkästchen. Denn immerhin, wie gesagt, wir haben Flimflam dabei. Das ist das Schöne an Zauberern. Okay, er ist voll. Ja, Sinder, nimm du mal noch ein oder zwei und dann ist Schluss. Und wir überraschen, der Computer macht's von alleine, den Ork. Mal schauen, ob der Schwarzpelz etwas zu erzählen hat, meint Kaldrin und rüttelt an den bewusstlosen Ork. Davon wacht dieser auf und spricht, als er eure fragenden Blicke sieht. Ah, ihr werdet groß leiden, Manresch wartet. Er wird euch töten, genauso wie die Bartnasen. Dann bricht der Ork erschöpft zusammen. Kaldrins Körperkraft steigt um einen Punkt. Das ist schön. Mann, oh Mann. Hoch, jetzt ist der Blick wieder nach unten gesetzt. Das machen wir mal kurzerhand nach oben. Hier liegt ein bewusstloser Ork. Da klettern wir auch nochmal rauf. Melina rutscht wieder ab. Nochmal raufklettern. So, hier im Regal ist da was mit. Ein Topfhelm. Ja, den nehmen wir mal mit. Da können wir doch gleich mal gucken, wem wir den aufsetzen. Ey, meine Leute leiden Hunger. Das ist nicht schön. Den kriegt Durin auf. So einfach geht das. Zack, so, und wie war das? Was war? Ja, vergessen. Egal. Da hilft auch kein Nachdenken mehr. Gemein. Hinaufklettern. Und wieder fällt Melina zu Boden. Mein Gott, die kriegt's aber auch nicht hin. Sie hat ein Amulett gefunden. Das ist interessant. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Ein rotes Amulett. Ha, es ist einfach nur rot. Ha, 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 ha. Tauschen wir mal gegen das und sprechen einen Zauber. Nämlich Hellsicht Analyse auf das rote Amulett. Ich habe gerade gesehen, wir haben minus 1. Ich hoffe, es funktioniert. Kaldrin versinkt in Meditation. Auf diesem Amulett liegt der Hexenzauber Feuerbann. Jedes Mal, wenn man durch Feuerschaden erleiden würde, fängt dieses Amulett einen Großteil der Wirkung auf. Das ist gut, das ist richtig gut, das geben wir aber von haben, denn es wird noch spannend. Ich verrate nichts. Und wieder kriegt sie nichts auf die Reihe. Es ist doch furchtbar, das Mädchen. Nein. Egal, wir haben den letzten Raum jetzt auch durchsucht und nun können wir in die zweite Etage gehen. So, mal gucken, wie kommen wir denn da am besten hin? Da nicht. Wir gehen einmal zurück und dann den Gang entlang. Jetzt können wir auch besser auf den Boden gucken. So groß ist die Mine nicht, dass man die Decke sehen muss. Da waren wir schon, aber wir gehen hier durch. Und schon befinden wir uns an einem Gang. Plötzlich bleibt Melina stehen und deutet auf eine Seitenstrebe, die tiefe Kerben aufweist. Dieser Balken ist mit einer Axt bearbeitet worden. Und die dort vorne ebenfalls, ergänzt sie. Wenn wir hier weitergehen, stürzt uns bestimmt die ganze Decke auf den Kopf, vermutet Melina. Mal schauen, wie stabil die Balken noch sind. Sie packt einen Balken und zieht kräftig dran. Als der Balken bricht, sackt der Stollen vor euch mit einem lauten Getöse zusammen. Zum Glück konntet ihr zurücktreten. Nur Melina, die an der Strebe gezogen hat, bekommt ein paar Kratzer ab. Nun können wir die Höhle nicht mehr erforschen, klagt Melina. Da entdeckt ihr einen schmalen Durchlass auf halber Höhe, der in die Richtung des alten Stollens führt. Wollt ihr versuchen, dort weiterzukommen? Ja, nacheinander und mit etwas Abstand kriecht ihr in die Öffnung. Das macht auch wieder der Computer.
und wir zwängen uns durch das dünne Loch. Oh. Ah, na, fast geschafft. Mein Gott, das war Arbeit. Ah, hier ist der Einsturz zu Ende, signalisiert Melina und klettert nach unten. Mit Geschrei stürzt eine Schar Orks um die Ecke und verstellt den Durchlass. Na klasse. Das nun auch noch wieder. Ich will jetzt gar nicht so viel Zauber verwenden, von daher kann der Computer jetzt auch weitermachen. Die anderen bleiben erstmal im Hintergrund. Unsere Leute sind gut genug ausgerüstet, sodass sie das auf jeden Fall aushalten müssen. Wunderbar. Das hat doch geklappt. Und wieder gibt's Pfeile. Sehr schön. Melina kann immer welche gebrauchen, so zwischendurch. Und der Bogen, der ist nicht schwer. Und das Schöne ist, der ist richtig viel wert. Also da lasse ich lieber die Schwerter da, als den Bogen. Sieht alles so ein bisschen zerhackt aus. Hinter der nächsten Biegung führt eine Treppe nach unten. Wollt ihr eine Ebene tiefer steigen? Ja. Und jetzt sind wir schon in der zweiten Etage. Kaum seid ihr ein paar Schritte in den Gang gelaufen, glaubt Melina etwas zu hören und bleibt abrupt stehen. Mit einem Handzeichen bedeutet sie euch, ruhig zu sein. Offenbar nähert sich eine Ork-Patrouille. Ja, man hört es, denn ihr vernehmt Schritte. Und orkisches Gegrunze. Schnell drückt ihr euch so eng wie möglich an die Wand. Um die Ecke biegen zwei betrunkene Orks, die einen toten Zwerg zwischen sich schleppen. Die Orks schleifen den Zwerg ans andere Ende des Ganges, wo der Boden offenbar steil abfällt. Mit lautem Gegröle und Gelächter packen sie die Zwergenleiche und werfen sie den Abhang hinunter. Als einer der Orks sich umdreht und euch erblickt, erschrickt und taumelt rückwärts auf den Abgrund zu. Im Fallen versucht er noch, sich an seinem Kumpanen festzuhalten, doch das Einzige, was er damit erreicht hat, ist, dass die beiden mit lautem Schrei über die Kante purzeln. Ich habe die Orks zwar nicht genau verstanden, übersetzt Kaldrin, aber die beiden sagten, dass von dem Zwerg bald nur noch Haut und Knochen übrig sein würden. Und als sie ihn in die Grube stürzten, riefen sie irgendetwas von Ungeheuern. Ja, Ungeheuer, nicht gut. Dann gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, sieht schon sehr interessant aus. Wo gehen wir als erstes lang? Links, rechts, oben, unten. Wir gehen erstmal hier links lang. Und schauen mal, was es hier Schönes gibt. Jetzt wieder zwei Gänge. Diese Unordnung passt überhaupt nicht zu den Zwergen, urteilt Melina. Überall liegen Werkzeuge herum, als habe man ihnen vergessen... Als habe man ihn vergessen. Egal. Steht in dieser Unordnung ein Karren mit Steinbrocken. Ah, es hat sich auch geklärt. Sicher wurde hier gearbeitet, als sie angegriffen wurden, erklärt Rasja. Könnt ihr euch nicht mehr an das Tagebuch erinnern? Die Zwerge sollten doch im Süden weiterhacken, nachdem sie die Statue gefunden hatten. Ihr nehmt einige Werkzeuge mit. Nein, tun wir nicht. Wo ist denn Süden? Da. Na egal. Hier kommen wir nicht weiter, hier ist nichts, aber hier. Ihr findet leere Holzkarren und Flaschenzüge. Leider ist nichts dabei, was euch bei eurer Unternehmung helfen würde. Das ist schlecht. Und auch ansonsten gibt es hier nichts weiter. Allerhand Meißel und so weiter, aber nichts von Bedeutung. Ach, unheimlich, unheimlich, wirklich. In so einer Binge, wo lauter tote Zwerge sind. Ha. Also normalerweise weiß ich, was hier passiert. Und ich möchte jetzt auch nichts direkt hinaufbeschwören. Es ist so, hier ist mal ein Stollen niedergegangen, ist er wirklich eingebrochen. Und die toten Zwerge wurden hier begraben und wir müssen jetzt natürlich versuchen, sie zu erlösen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall einen Zauber sprechen. Ich glaube, das können wir auch machen, wenn wir nicht gerade in diesem Menü sind. So, und zwar kann Kaldrin das machen. Beherrschung? Nein. Antimagie? Verwandlung? Auch nicht.
Ah, Illusion, harmlos nicht, Verwandlung, Veränderung? Nee. Muss ich nochmal gucken, ob das Rasja kann? Die kann ja noch ein bisschen was anderes. Respondami, auch nur das, Elemente, Dämonologie, Geister bannen. Das hat nicht geklappt, wir versuchen es noch einmal. Geister bannen. Ah, welcher war das? Welcher Zauber? Nekropathia, Verwandlung, Veränderung. Auch nicht Bewegung. Also da muss ich mich nochmal belesen, das weiß ich nicht direkt. Also hier sind die toten Zwerge, von denen in dem einen Buch bzw. Protokoll die Rede war. 7 tote Zwerge, die hier rumspucken und immer wenn man sie besiegt, treten sie gleich wieder neu auf. Also die formatieren sich dann gleich wieder zurück und fangen dann wieder von vorne an. Noch bevor ihr die Tür erreicht, schwingt sie plötzlich auf und mehrere Orks kommen durch die Tür. Huch! Oh ja, das sind diesmal gar nicht wenig. Den Kampf würde ich dann erstmal so alleine machen, ohne den Computer. Und wir versuchen natürlich jetzt auch wieder allerhand zu zaubern. Fulmen auf den hier vorne. Zaubern, Kampf, Ignifaxius auf den Ork-Veteran. Zaubern, Kampf, Ignifaxius auch auf diesen Ork. Oh je. Und der Rapier ist schon wieder kaputt. Dann nimm den Orksäbel, verdammt. Geh da hin. Ah, bewegen. Erstmal sichern. Oh je, das wird nicht gerade einfach. Aber wir versuchen unser Bestes. Melina, beweg dich mal da weg. Die können auch gegen Durin und Thorgrim kämpfen. Wichtig ist für uns erstmal, dass wir die ganzen Nahkämpfer vorschicken. Was mache ich denn hier? Angriff. Nein, kein Angriff. Du stehst nicht in der Nähe eines Orks. Jetzt kannst du angreifen. Und wir machen am besten wieder Computerkampf, da jetzt sowieso nur noch die ganzen Nahkämpfer kämpfen. Und alle sind im Nahkampf eingeteilt, das ist wunderbar. Rasja bleibt dort stehen, wo sie ist. Oder läuft eben weg, das passiert auch. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Oioioi, die halten einiges aus. Gar nicht gut. Oh, ein Glück. Und der nächste ist kaputt. Ach, ja, Sinn, da geht's wieder gar nicht gut. Schön. Also jetzt haben wir wieder ein paar Schwerter, die wir verkaufen können, aber so viel bringen die uns nur auch nicht. Wir verlassen die Ablage und gucken uns hier in dem Raum mal um. An der Wand lehnt eine riesige Holzplatte mit einem schwarz ausgemalten Kreis. In der Platte sind tiefe Kerben, die meisten in der Mitte des Kreises. Ja, da werden sie wahrscheinlich Wurfaxtwerfen gespielt haben. Der Tisch ist mit einer dunklen Flüssigkeit bedeckt. Darin stehen Teller mit Speiseresten. Es sieht eigentümlich aus, doch die Flüssigkeit ist Wein und nicht Blut. Auch unter dem Tisch hat sich eine rote Pfütze gebildet. Wollt ihr trotz des unappetitlichen Anblicks euren Hunger stillen? Nein, da gehen wir doch lieber irgendwann zurück in die Herberge. Und auch hier sind noch mehr dieser wunderschönen Platten. Wir knacken das Schloss. Und hier sieht's doch auch schön aus. Hier gibt es wieder allerlei zu finden. Was wir hier finden werden und wie es weitergeht, sehen wir allerdings im nächsten Part. Ich denke mal 5 Minuten länger, das ist heute in Ordnung. Denn bis nachher.